Ja, hallo und willkommen zurück zu Blackguards. Wir sind immer noch hier in diesem Kampf, wo wir mehrfach hintereinander Glück haben müssen, um da durchzukommen. 5. Das zählte jetzt noch nicht dazu. Schön. So, jetzt kommt der erste Glücksfaktor. Der darf nicht fizzeln, denn dann darf ich neu anfangen. Ansonsten reicht der Schaden auf jeden Fall nicht aus, um die Gegner so weit zu reduzieren, dass ich mit dem Zwerg weiterlaufen kann und der das überleben kann. Kommt her. Wenn wir schnell und dann töten. So. Und laufen. Fünf ist gut. Schön. Ich muss abwarten. Sauber. Schön, nehmen beides an Feuer mit. Und bisher wurde der Zwerg auch kaum verwundet. 75 oder 75 ist beides nicht optimal. Na, greifen wir einfach den an. 5 war jetzt auch nicht besonders viel. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall den angreifen und treffen. Damit der jetzt zu dem Zwerg mit runtergelaufen kommt. Der könnte den Zwerg heilen. Oder erstmal abwarten. Warten wir mal ab, gucken, was passiert. Oh, der kommt nicht gelaufen. Wieso denn nicht? Der hat noch 6, der hat noch 5, der hat noch 7. Das Problem ist, dass da auf jeden Fall diese Falle ist. Sieben, da kriegt er auf jeden Fall gleich noch den Schaden ab. Der wartet erstmal. Shit. Ja, komm, da gelaufen. Noch 2 Runden. Die beiden fallen um. Wunderbar. Der muss auch jetzt nach da vorne laufen. Und hoffen, dass er nicht durch die Falle stirbt.
Mal gucken, ob ich den Zwerg von da aus heilen kann. Von da aus. Jawohl. Was? Super. Na, Schrott. Der hat noch 5. Ich habe aber selber keine Mana mehr. Lauf. Ach Gott, 15. Was soll denn das? Neustart. Ja, sah bis zu dem Punkt eigentlich ziemlich gut aus. Kommt her. Oh. Wenn wir schnell... Und dann... Lauf. Er wartet, bis der andere nach vorne ist und ich mit dem Spezialding auch eine 90% Chance habe. Der wartet, bis die anderen rangekommen sind. Sehr gut. So, 90. Ja, ist okay. Der muss jetzt treffen. Mist. Und Neustart. Kommt her. Wenn wir schnell, dann... Euch alle. Ja, ja, ja. Laufen. Laufen. Warten. 5 ist okay. Warten. Moment der Wahrheit. Mist. Moment des Neustarts. Kommt her, oder ihr... Wenn wir schnell, dann töten. Dranlaufen. Abwarten. 8. Das ist nicht so schön. Ich könnte natürlich auch hingehen und die beiden schon von Anfang an darüber positionieren. Gut, der erste muss natürlich hier drauf. Ja, gut, ich meine, bei der 45% Chance muss man halt erwarten, dass es häufig fehlschlägt.
Kommt her. Kommt her. Schnell und dann. Ja. Aber hier gibt's halt auch nichts an mit Taktik verfeinern, denn im Grunde habe ich hier keine Wahl, das zu tun, so wie ich es mache. Ich sehe zumindest nichts, was ich hier besser machen könnte. Perfekt. Soll man sich hier ich probiere es mal, aber ich glaube, das kann nicht funktionieren. Nochmal gefisselt. Das kann es erst recht nicht mehr funktionieren. Und der hat er noch für 14 getroffen. Ja. Ich lag ja schon. Kommt her. Wenn wir schnell genug sind, stoppen wir sie, bevor sie Bellarita töten. Und dann töten. Weil ich den Zwerg noch nicht gezogen habe, aber es ist eigentlich ganz gut, dass der die 5 Schaden bekommen hat. Hey. 10 ist auch sehr schön und jetzt kommt aber wieder das Problem. Doch, super getroffen. Er hat beides mitgenommen und daneben 8. Sehr gut. So, und der muss jetzt hier unten angreifen. 75, 85. Hat der nur noch. Rüstungsschutz plus 2 ist halt jetzt auch nicht der Hit. Ich glaube, ich muss den da hinten kaputt machen irgendwie. Dem den Weg frei. Oh, sehr gut. Zwergi. Auch gut. 20! Seid ihr wahnsinnig! Der läuft noch schön durchs Feuer. Das Problem ist jetzt, dass der Zwerg so viel Schaden abbekommen hat, dass ich den Zwerg heilen muss. Thank you.
eigentlich. Wer ist der Nächste? Zwei Runden, das heißt, in der Runde muss ich da durchlaufen. Komme, was wolle. Den Zwerg muss ich heilen. Fail. Mit dem muss ich jetzt abwarten. Lass das, ich brauche das nicht. Gut. Ja, aber das wird denn, kann der nicht schon nicht mehr überleben. Es ist eigentlich schon nicht mehr schaffbar. Es sei denn, die Flamme macht jetzt so wenig Schaden. Nee. Muss nicht halt, weil Zeit ist abgelaufen. Wäre der nächste Runde erst gelaufen, hätte es nicht mehr gereicht. Kommt her, oder... Wenn wir schnell... Und dann töten... Sehr gut. So, der Moment der Wahrheit. Na, zwar nicht viel Schaden, aber immerhin getroffen. Na, 90% und daneben. Vielleicht reicht es trotzdem, um den anzulocken. Gut. Sauber. Gut, nur 7. Der hat nur noch 3 Hitpoints, der hat 5 Hitpoints, der hat 22. Mit dem Zwerg warte ich. Den könnten wir, oder den hier um Pusten 29. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Nochmal. 15, also gut gesessen.
Da kommt jetzt noch mehr an. So habe ich nicht geplant. Da ist die nächste Runde dran. Der würde noch diese Runde was machen. Der ist auch als nächste und damit tot. Wenn wir den Zwerg aber einmal laufen lassen, dann sind die anderen eh wieder auf der anderen Seite. Sehr gut. 10 ist nicht so gut, aber hier sollte sich ja jetzt eine Lücke ergeben, wenn der danach stirbt. Etwas Glück stirbt er jetzt auch. Noch nicht. Aber der müsste jetzt auf jeden Fall hier hinlaufen. Kriegt natürlich das Feuer ab. Und jetzt noch den Schaden von der Falle. Lässt sich aber nicht anders machen. Okay. Gut. Ja, jetzt hat der ein Problem. Mal den Mana-Trank. Der läuft durch. Und sind noch 5. Dann können wir den jetzt auch wegpusten. Oder wir pusten den weg. Der kommt. Machen wir erstmal den. Der käme jetzt auch als nächstes. Der würde dann zumindest nichts mehr machen. Sehr gut. Ja, aber der hat natürlich jetzt auch keine besonders guten Karten, da der Zwerg. So oder so ist meine Position gerade miserabel. Okay. Den hier müsste man halt eigentlich zuerst wegbekommen. Kann ich den denn zur Not heilen, den Zwerg? Nö, auch nicht. Ah, 90% ausgewichen. Der trifft nicht.
Ja, der hier macht mir eigentlich noch fast am meisten Sorgen. Mist. Sehr gut. 13, ja. Einmal heilen. Ich heile den Zwerg. Ah. Gut. Sehr gut. So, der Zwerg läuft jetzt hier. Es ist zwar nicht gesund, aber dann würden die beiden nachher Schaden bekommen, wenn sie da ins Feuer laufen. Und der kann jetzt erstmal Zwerge heilen. Wunderbar, 9. Der andere läuft jetzt vermutlich auch ins Feuer. Der heilt den jetzt. Perfekt. Ja, lauf auch ins Feuer. Wunderbar. Gut. Gut, der stirbt dann auch gleich. Der hat noch 22. Sicherheit. Sauber. Ja, nimm halt das andere Feuer mit. Die stehen aber beide jetzt nicht mehr im Feuer. Dann nehmen wir den, der stirbt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. So, jetzt muss der den angreifen. 17 ist aber auch schon hart. Das wäre, glaube ich, stehen. Der kann heilen. Gut. Bisschen Distanz. Ändert nichts, sind auf jeden Fall 50%. Sauber. Meine Baroness. Mein Grande. Schnell, du musst fliehen. Ich werde zurückkommen. Ich werde auf dich warten. Ja, kommt jetzt. Ja, nur lächerliche 45 und ein paar Stiefel. Na, super. Ja.
Nochmal 45. Ja, was für ein Kampf. Und nochmal 135. Ja, war vor allem Dingen wieder Glück, wobei wir natürlich auch diesen einen Zauber mal verbessern könnten. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal tun. Spiel wurde erfolgreich gespeichert. Ja, mache ich erst einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.